Was? Du hast nochmal nachgeguckt, ob Smallland oder Smörland heißt. Ja, weil ich konnte es mir auch nicht merken. Und es wird Smallland ausgesprochen. Okay. Weil wir es in den ganzen Folgen, glaube ich, auf 85 verschiedene Arten und Weisen falsch ausgesprochen. Ja, ja, ich vor allen Dingen. Ich habe es immer irgendwie falsch ausgesprochen. Ich kann es bis heute noch nicht. Ist auch egal, wir starten jetzt einfach. Fliegender Start, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Hey, willkommen hier zu einer neuen Let's Build-Folge zum IKEA hier in die Sims 4. Wir bauen heute weiter. Ich bin Daniel von SimFancy und mit dabei ist natürlich auch wieder die Tanja von der Kisima.de. Hi. Hallo ihr da draußen. Yay, endlich geht's weiter. Wir sitzen hier noch Juhu. Im Garten hier. Ja, ist so schön da. Bald fertig hier oben, ja. Guck mal, ich grübel schon. Ja, und ich schlaf ein. Alles. Dann gibt's endlich ein Let's Play hier drin. Dann gehen wir endlich shoppen. Also wir bauen heute weiter und wir haben uns überlegt, last but not least hier, dieses riesige Projekt, ich zeig's jetzt nicht nochmal, guckt in die Playlist rein. Die wird jetzt hier rechts oben eingeblendet. Was wir bisher alles schon gebaut haben, ist ein riesiges Projekt und heute machen wir endlich das Kinder das Möhland, das Smallland. Smallland. Das Smallland. Smallland. Smörrebrötland. So, genau. Wie machen wir das denn? Wir brauchen Durchgänge, ne? Irgendwie so. Ja, meistens ist es Türen so, dass es der Eingang wie so ein Thekenbereich gestaltet ist, wo offen. Quasi die Eltern richtig so, ne, die ihre Kinder abgeben können. So richtig. Und, so, ne, hier, ne, habt ihr den mal und dann, ich komme in 3 Stunden wieder. Boah, es gibt ja gar keine mittleren Bögen hier. Ja, das ist total blöd. Ach, das Problem habe ich auch immer. Mist. Mist. Und kleine Bögen ist auch nicht so. Fängt ja schon gut an hier. Nee, die kleinen sind ja voll kacke. Ja. Sollen wir doch wieder die großen Türen dann machen? Also was wir machen könnten, das wäre vielleicht noch eine Idee, dass wir quasi so eine Fensterwand machen, also eine Fensterfront, wo die von dem Eingangsbereich aus, ganz einfache Fensterfront mit breiten Fenstern, um einfach diesen Einblick in dieses Smallland zu erhalten, weil das ist, also so kenne ich das halt auch immer, dass man immer von außen reingucken kann. Ja, ja. Und dann vielleicht seitlich. Ja, sollen wir das aufmachen? Das könnten wir entweder machen, genau, und dann davor die Theke so ein bisschen, also in den Eingangsbereich mit reinbauen. Ja. Oder quasi direkt dahinter. Also das weiß ich nicht, wie wir mit dem Platz auskommen. Oh, da könnten wir auch dann unsere Dinger hier, da unseren Elch, hier an die Scheibe anbringen, oder? Könnten wir machen, genau. Also das ist auf jeden Fall, oh, die sind so süß. Mhm. Ja, und was für Theken willst du haben? Also irgendwie die moderneren. Vielleicht halten wir uns auch an den IKEA-Theken, die wir jetzt sowieso immer genommen haben. Mhm. Ja. Ja, ja. Alright. Genau. Okay. Und ich habe mir halt überlegt, so für das ganze Konzept, hatten wir ja schon mal ein bisschen drüber gequatscht. Oft ist das so, dass das Smörland, ich sag's schon wieder, Smallland, so Themen hat. Und ich kenne einige IKEA-Läden, die so dieses Waldthema so in Schweden-Stil haben. Cool. Schweden-Stil, oh Gott. Und das so richtig genau mit Gras. Blümchen? Ja, können wir vielleicht ein paar so hinmachen. Sollen wir komplett Blümchen-Modus machen? Vielleicht nachher nur so ein paar Stellen. Lass uns komplett Blümchen machen, aber dann diese Grasteppiche da benutzen und wir können dann ja auch noch unser Pseudo-Bällebad dann anbringen. Ja. Dann haben wir auch noch eine Story, ne? Ja, ich habe wirklich versucht, weil wir ja schon länger geplant haben, wie machen wir das Smallland und alle lieben ja dieses Bälleparadies. In jedem Smallland gibt es ein Bälleparadies. Und ich habe mich da versucht, dran zu setzen, ein bisschen zu meshen und habe wirklich lange rumgefummelt. Ich bin auch kein Vollprofi, aber es hätte nicht sollen sein, weil ich wollte wirklich Bälle mit reinbringen. Wir haben da auch einen Screenshot, ne? Genau, und das war so der erste Testlauf, wo ich gedacht habe, boah, wie genial wäre das, wenn ich einfach so als CC-Bälle, die wir auf dem Swimmingpool platzieren können und dann springen die Kids in einen darunter platzierten Swimmingpool rein und das sieht aus wie ein Bälleparadies. Ja, die Idee war im Kopf total logisch und toll, aber die Umsetzung halt leider nicht, weil alles, was rund ist im Spiel, um das so vereinfacht jetzt zu euch zu erklären,
ist mega aufwendig fürs Spiel zu verarbeiten und man braucht auch einiges an Bällen, weil ganz große Bälle sieht ja total blöd aus, ne, wenn so der Ball größer als der Kinderkopf ist. Und das hätte das Spiel total runtergezogen vom Laufen her. Also die Performance wäre wirklich total, ja, runtergegangen. Ja. Und deswegen habe ich da alles möglich versucht, aber wenn das so grob war, sah das total blöd aus und ich mag das halt nicht, wenn das so halbe Sachen sind, deswegen habe ich es gelassen. Wir müssen uns da was einfallen lassen, was anderes. Aber sehr, sehr cool, also deswegen hat sich's auch verzögert, ne, dass du das probiert hast, wirklich Respekt auch, ja. Und dass du da so lange drin rumgefummelt hast. Das hätte mich total gefreut, aber es wäre schön gewesen. Leider nicht, das nochmal zur Erklärung, und deswegen kam auch jetzt das Merlin später, weil wir da noch rumgefummelt haben, beziehungsweise Tanja, du rumgefummelt. Ja. Nee, aber ich glaube, wir werden trotzdem was Schönes hinbekommen und so bleibt es auch ohne großartigen Problemen dann. Ja, Bällebad. Gibt's keins. Wir machen so ein bisschen Bällebad oder mit dem Teppich vielleicht. Das war noch eine coole Idee, sogar aus den Kommentaren. Das ist doch immerhin, angedeutet. Den oder es gab doch sogar einen von Around the Sims, diesen runden. War der nicht auch mit so ganz vielen Punkten? Oh, obwohl, das war der Kaugummiteppich, klein, ne? Das war der Kaugummi-Teppich. Wo ist denn der? Der hier. Da gibt's auch einen. Das ist IKEA-CC von Around the Sims 4. Könnt ihr euch herunterladen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das sieht so aus wie so Süßigkeiten. Genau, das war das. Mhm. Oder wie so Wollknäule oder irgendwas. Irgendwie sowas. Ja, da weiß ich halt auch nicht. Also, ich finde halt, wir sollten irgendwie dieses Waldthema machen. Und ich hatte auch erst überlegt, wir können ja mal gucken, ob das passt. Ob auch so dieses eines der Klettergerüste da reinpasst. Weil das Tolle beim Smurland ist halt immer, dass das so total nach Abenteuerspielplatz für die Kinder aussieht. Ne? Also mit Tunneln und Klettermöglichkeiten und zum Verstecken. Also deswegen, dass wir das vielleicht einfach so dann ein bisschen widerspiegeln. Finde ich sehr cool. Hashtag grün hier auch im IKEA. Ja, total. Du kriegst endlich deine volle Grünecke. Oh, die müssen wir auch mit reinnehmen, die sind cool. Ja. Wo ist denn das schon wieder? Ich finde das schon wieder nicht mehr. Das gibt's doch nicht hier. Da ist es. Da genau. Oder gibt's auch das mit Hashtag grün dran, aber das ist zu, oder? Ah, das wäre vielleicht auch eine Idee, weil das ist so Wald, ne? Mhm. So ein helles da mit grün. Ja, wir müssen gleich mal gucken, welche Holztöne. Ich platziere erstmal raus, ne? Jetzt nicht hier irgendwie denken, dass ich hier schon. Das sieht doch toll aus, das lassen wir so. Nein, sieht nicht. Was nehmen wir denn? Also ich wäre dafür, wir haben doch die unter den Kinder, ich sage mal Kindertapeten, die sind ja nicht extra kategorisiert, haben wir doch einmal, dass die so Gras aussieht. Ah, das hier? Das eben, aber ich glaube, das ist so hell, ne? Aber was ich so toll finde, sind die neuen Tapeten, die mit den Kleinkindern gekommen sind. Schau mal, entweder die unteren, also nicht die finde ich so extrem, sondern genau, ob wir da einen tollen Ton haben. Die gibt es in Rot, Vulkan-Kindergarten hier, in Schwarz-Weiß. Was ist mit dem Blau? In Weiß-Schwarz, in Blau. Oh, das ist schön. Und in Lila, das ist in der Vorschau auch wieder viel dunkler als in echt. Und hier also, dieses Lila. Da wäre ich vielleicht für das Blau und dass wir woanders vielleicht noch Holz, ein Stück Holzwand mit einsetzen irgendwie. Hm. Also, dass wir... Scheiße. Zusammenspiel. Was? Es ist hier überall blaue Tapete. Oh Gott. Was? Hier überall, hier unten auch. Oh. Weil ich hab ja den... geöffnet, den Raum. Ja, genau. Upsi-Daisy. Shift gedrückt, halte, nur alt. Dann nur eine Wand. Mit alt, ne? Mhm. So. Alles wieder gerettet hier. So, hier auch nochmal. Da. Oh nee, macht er wieder die ganze Wand. Möchte doch nur hier drinnen haben. Ja, es ist ein schönes Blau. Ja, und ich finde gerade so die Berge, sind ne? Moderner, genau. Das sieht so ein bisschen wie Berge aus. Und dann irgendwie vielleicht später noch Holz mit integrieren. Was können wir denn da nehmen? Was für ein Holz? Es ist auch wieder so eine... Also, sollen wir sowas oder willst du eher was Leichteres? Oder? Also ich würde was längst nehmen, entweder von Wellness oder genau an das linke. Oder das hier, das gibt es auch noch. Also ein bisschen rustikaler würde ich gehen, also nicht zu modern. Also ein bisschen was so nach Waldhütten-Style aussieht. Also dann doch eher sowas oder...
ja, vielleicht entweder sowas oder was vielleicht auch hochkant. Das ist wieder relativ modern. Das gibt es nämlich auch so. Willst du so ein Orange? So ein schönes. Ja, oder lieber so ein Beige? Also ich würde ein bisschen in das Dunklere gehen und dass wir vielleicht dann... Noch dunkler, das hier? Ist schon sehr drückend irgendwie. Ja, also ich glaube, da warten wir erstmal, was wir überhaupt anstellen. Mhm. Was wir wo platzieren. Müssen wir mal gucken. Ja. Okay. Da würde ich erstmal abwarten mit. Okay. Aber so eine grobe Idee haben wir da auf jeden Fall schon mal. Mhm, den können wir auch mal vergrößern, dann haben wir dann einen schönen großen Baum oder so mal irgendwie so, ne? Mhm. Ja, gefällt mir jetzt noch nicht so ganz. Also den finde ich komisch irgendwie. Der sieht aus wie Zuckerdinger oder was. Ja, das ist zu klein. Also ich glaube, der andere passt dann, wenn, schon besser. So ist halt riesig, ne? Was du sagen? Was du meinst? Es sieht auch so geordnet aus irgendwie. Es geht auch so in die Mitte und... Mhm. Ah, ich bin gerade am Überlegen, weil wir können ja eigentlich... Ton liegt auf eigentlich. Können wir ja ein runden Ding machen, ne? Wie bitte? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Wir können einen runden Zaun oder was machen. Ja, nee, aber ich habe auch... Dann macht er mir das Loch rein. Dann, oh. Weil dann Ach dachte so. Ich, wir könnten dann so einen Zaun drumherum machen, um dieses Runde. Aber das, ja, das funktioniert jetzt nicht. Also ich würde sagen, vielleicht, also ich hatte auch erst gedacht, dass man das so in die hintere Ecke irgendwie auch abgerundet reinmachen kann. Aber dann steht das ja außen ab, also es geht ja gar nicht mit dem Teppich. Hm. Oder wir nehmen dann doch den anderen, den blauen Teppich mit den... Also den finde ich irgendwie schöner. Guck mal, wenn wir den vergrößern, der passt so rum aber auch nicht rein. Nee, ich würde den, glaube ich, so rum zweimal oder kleiner, nee, ich würde ja. den kleiner lassen und wenn vielleicht zweimal nebeneinander legen. Weil sonst sind die Bälle ja auch zu riesig. Und dann kann man da auch eine schöne Abtrennung noch vielleicht hinmachen. Was sollen wir da nehmen? Ich würde die niedrigsten, entweder diese ganz kleinen, genau diese Zäune. Ja. Und da geht es dann los mit dem, welches Braun. Ja. Ich weiß nicht, ob wir dieses Rötliche nicht sogar nehmen sollen. Echt? Ist es das, dieses Unter... Ja, weil das könnte ein schöner Kontrast... Das Rötliche. Ich weiß es nicht, ob das, wenn wir dann auch uns sonst dran halten. Obwohl, nee, mit den, nee. Das ist zu asiatisch dann oder so. Rot, aber das finde ich ganz schön eigentlich. Nur da müssen wir irgendwie einen anderen Ton nehmen. Vielleicht sogar doch sowas irgendwie. Aber gibt es den hier auch? Gibt es auch, ne? Dann so. Den gibt es auch so, aber es gibt, glaube ich, auch noch mal eine andere Wandpaneele, die nicht so glänzend ist. Ich finde es auch so drückend irgendwie, ich weiß auch nicht. Mir gefällt es noch gar nicht. Nee, es ist auch noch nicht gesagt, ja, es ist auch gar nicht gesagt, dass wir vielleicht das genau da hinten nehmen müssen. Ja. Nur, da, ne, dass wir da vielleicht sogar eher dann Himmel wie so einen Fensterblick lassen. Ne? Das müssen wir mal gucken, ob man das überhaupt, weil die haben das halt immer auch nur so stellenweise integriert, nie komplett. Dass man vielleicht irgendwie eine Wand macht, wie jetzt genau so an der Seite, wo dann auch so der Baum drauf kommt, das wie so ein kleiner Wald aussieht. Mhm. Und Let's do this. Komm, wir machen das mal hier so, dann machen wir das genauso breit. Oder wir lassen hier so ein bisschen Platz, ne? Genau, ein bisschen Platz lassen. Und das dann ist ja auch alles so. Immer. Genau, und dann vielleicht auch mit Säulen oder irgendwas, dass das so ein bisschen abgetrennter ist. Das sind ja immer so verschiedene Spielzonen bei denen. Ja. Und da machen wir das Klettergerüst dann auch so rein. Das passt dann nämlich auch hier ganz gut. Mal die Kiste hier noch weg. Dann haben die auch was zu tun, weil es ist halt auch ein Gameplay-Objekt dann, ne? Eben, das soll ja auch irgendwie nicht nur ein Dekoraum werden. Und da würde ich sagen, genau, einen großen... Und wir machen dann noch so eins da rein, oder? Genau, und dann würde ich noch einen kleineren Baum daneben setzen. Das guckt immer so traurig, das Ding. Oh, die Kinder kommen ja bald, jetzt hab Geduld. Haben wir nicht noch irgendwas anderes, was zum Wald passt? Ich dachte gerade auch, ich glaube, Wolken gab es da noch. Ach so, genau, bei wir können ja hier diesen Schicki-Verschnitt. Die können wir doch alle so am Boden hinsetzen. Das sind ja alles die Walddinger. Nee, das Schweinchen passt jetzt nicht, das SM-Schweinchen. Nee.
Den Affen hier haben wir noch. Ja, den kann man doch so in den Baum oben reinmachen. Ja, der geht, nur auf den dahinter. Kleinen, ja. Mhm. Auf den? Ja. Nein, der geht echt so dahinter. Der will nicht. Der versteckt sich. Such den Affen. So, ja. Genau. Das ist doch cool. Und unten kann man ja vielleicht so ein bisschen Gras hinsetzen oder sowas, so als Kante. Die machen das, ich weiß nicht, irgendwie echt so ein Abschluss oder ein paar Steine. Weil die haben auch, also bei unserem Ikea haben die auch wie so riesige Fake-Steine überall. Schaumstoff-Dinger, ne? Ja, wo die draufklettern können. Und da gibt es auch diesen Braunton auch. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Flusslauf und... Ja, das ist halt wirklich, das soll so wirklich wie so ein kleiner Ausflug in den Wald immer sein bei denen. Also gibt es bestimmt auch in anderen IKEA-Läden andere Themen für die Smallland-Abschnitte. Kommt so ein bisschen das was Freundliches so noch rein, oder? Ist zu hoch? Ist das nicht, meinst du es nicht so? Gut, wir können die Dinger nicht. Ja da weiter hochschieben. Also, das ist ja, auch ja das können wir auch machen. Mhm. Das ist dann, also finde ich irgendwie so freundlich, weil hier drin ist immer noch so, weil wir sind immer noch in Räumen drin, dass die dann so... Mhm. Genau. Fabrikmäßig aus. Mich reizt auch die ganze Zeit, da irgendwie ein Fenster rein zu klatschen. Muss echt ja, so aber sagen, das passt irgendwie. Nicht. Also das ist irgendwie das so, ja, ich weiß, es ist mehr so, ne? Aber das sieht irgendwie gleich dann 10-mal schöner aus, finde ich. Ja, aber mit den Fenstern, da haben wir eh schon in den Kommentaren einige Diskussionen gehabt. Allein, dass wir im SB-Lager nämlich welche hingemacht haben, ist auch nicht so angekommen. Können wir hier deswegen vielleicht so Vorhänge oder irgendwie noch was? Oder dass wir das so noch ein bisschen damit abtrennen? Ja. Die sehen auch ein bisschen komisch aus, ne? Also ich würde, glaube ich, wirklich Säulen nehmen. Also diese rustikalen, rustikalen Holzsäulen. Und das können wir vielleicht da hinten hin machen, dass das dann aussieht wie ein Fenster. Dass wir da hinten in dem Bälleparadies da irgendwie wie so ein Fake-Fensterblick, so ein Ausblicksfensterchen machen. Baby.moveObject on. So, ne? Nur so schmale, oder? Ja. Okay. Leite mich an. Willst du den hellen oder willst du den dunklen haben? Das ist ein bisschen länger. Also ich fand den dunklen gerade schöner. Ja, ich auch. Ja. Also das finde ich schon mal für die Ecke ganz gut. Dann haben wir da so ein Thema. Ne, wir können ja nichts irgendwie von der Decke hängen lassen oder sowas. Das ist halt, die haben da auch viel. Setze das oben drauf oder in den Busch. Ja, in den Busch. Genau. Aber dann nehmen wir wieder das Richtige, das Original. Das passt auch besser zu dem Pflanzen. Zu dem Zipfelding hier, ja. Ja, genau. Und dann hinten vielleicht da bei unserem Fake-Bälle-Paradies kann man ja... Die können wir da rein. Guck mal, die sind auch wie so Bälle. Genau. Ne? Das finde ich so, wollte ich gerade sagen. Die würden da nämlich reinpassen jetzt. Und dann vielleicht nämlich dahinter dann wie so ein, mit den Gardinen wie ein Fenster kreieren. Die Farben, ja genau, so zwei verschiedene Farben vielleicht auch, ne? Ja. Mhm. Man kann vielleicht auch in das Bälleparadies, damit das nicht so komplett nur Deko-Ecke ist, könnte man ja für die Toddler, also für die Kleinkinder so eine Ecke machen, dass wir da die Kleinigkeiten an Spielzeugsachen reinstellen, die gerade für die Kleinkinder jetzt geeignet sind, wie die Bausteine oder das Kettchen. Ja, dann können die genau. Da spielen. Können die überhaupt über den Zaun eigentlich drüber laufen? Ja, sonst machen wir in der Mitte einen Teil auf. Aber das weiß ich jetzt. Eigentlich laufen ja die Sims da durch bei dem niedrigsten Zaun, ne? Eigentlich. Sollen wir nicht ein größeres Fenster machen? Ah, das ging mit der Höhe gerade nicht, als du die Gardine vergrößert hast, ne? Dann sind die Tierchen weg. Ah. Aber wir müssen die nicht nehmen. Wir können auch was anderes. Ich möchte da irgendwie auch noch ein bisschen was so für das vielleicht reinbringen. Ich weiß es nicht. Irgendwie was. Oder so. Sternchen. Das ist mehr... Obwohl ich das so vom Thema mit den Bäumen und so eigentlich ganz schön finde. Komplett? Ich hatte... Komplett? Ja, können wir eigentlich machen. Vielleicht dann aber so, dass wir die Fenster breiter machen. Also, dass wir zwei dazwischen Platz haben.
Also du hast ja jetzt quasi so, weil die oben zusammen sind, die Gardinen, ne? Ich weiß schon, warum du die so nebeneinander gemacht hast, damit die Gardinenstangen nebeneinander sind. Aber wenn... Oder so und dann drei Stück. Achso, dann sind sie... Du willst eher breiter werden, ja, ich ne? würde gerne halt wie so ein großes Fenster haben. Und da können wir dann auch mit den Wall-Tattoos, mit den Wolken und so, könnte man dann so ein Fake-Fenster kreieren. Weil so weiß ich nicht. Also riesig. So sieht das so zugehangen aus. Ja, weiß ich. Ja. Probieren wir mal einfach gucken. Aus. Kostet ja nichts. Ragt dann leider so in den und Boden rein, ne? Und, aber. Ja, ja. Gut, aber das macht ja nichts. Die Tiere sind ja weg, aber. Wir können vielleicht auch noch ein kleiner. Nee, das geht nicht, der ist ja dahinter dann jetzt auch. Nee, den können wir auch nicht in der Luft dann machen. Dass wir so, weißt du, mehrere Ebenen hier haben, dass der hier ist. Sollen wir es so machen? Das sind da hinten noch die Tierchen. Machen wir die auch da, den Rand hin vorne oder so. Mhm. Ja, das sieht ein bisschen auch das so dreidimensionale aus, ne? Und dann haben wir auch noch die Tierchen. Da ist dann auch noch so ein Reh oder was. Man könnte ja auch die Lampen irgendwie auch so in den Steinen verstecken, dass wir an der Lampenfassung unten so die Steine nehmen. Dann sieht das alles so ein bisschen... Weil ich finde die Ständer so blöd bei den Ballonlampen. Ja, das stimmt. Die sind so, so fett. Ja, auch, und dann ist das auch alles so schön ein Thema. Und das sieht aus wie so ein Wasserfass schon, ne? Das passt sogar, wie so ein Teich oder so. Und da kann man jetzt quasi... Ja, cool. Und da hinten können wir eigentlich einen Wasserfall machen. jetzt werden wir ganz... das wird ja... Das wäre eigentlich lustig. Eigentlich, wir haben doch diesen einen Wasserfall. Guck mal, wir haben den hier auch. Ah, den kann man wieder nicht vergrößern, verdammt. Wir haben doch... Aber den brauchen wir auf jeden Fall auch noch irgendwo, also diesen Waldspiegel. Den können wir doch auch mal irgendwo hinhängen. Das ist auch ich dachte, wenn wir komplett Spiegel hier hin machen, das könnte ja auch gut wirken, ne? Dann irgendwie so... Weil das dann so größer wirkt. Ja, wie so ein Fenster, ne? Wie so ein Fenster auch. Das wäre auch eine Idee. Weil sonst hatte ich dann halt nur gedacht, wo du gerade wirklich so eher aus Scherz mit dem Wasserfall gesagt hast, wir haben ja diese flachen Wandteile, die wie Wasserfall aussehen, die könnten wir wirklich nehmen. Und die fließen ja auch ab. Also die sind ja, es gibt ja die auch wegfließen. Aber das sind, glaube ich, die einen sind da drin und die anderen sind da drin. Ich glaube, die Brunnen sind ohne. Na ja, das sind die, aber was war, da war doch gerade... Skulpturen, glaube ich, sind die. Oh, da gibt es auch noch so Zeugs und so, das können wir auch noch nehmen. Die gibt es ja auch bei uns in der Gartenabteilung. Ja, dann, weil die Kinder sehen die ja dann im Smallland und dann... Mami, ich möchte den Smetterling. Musst du kaufen. Genau. Weil die können wir jetzt auch so mit den dahinter so verstecken ein bisschen, ne? Ticken. Du schaffst das. Ticken. Vielleicht. Muss ja immer noch ein bisschen weiter raus. Und dann nehmen wir einfach auch da ein anderes Stück Tapete dahinter irgendwie. Und dann. Die gibt es doch auch. Gibt es die nicht auch in Braun? Ja. Meinst du, das sieht. So dann aber eher, oder? Das hellere. Ja. Sollen wir da die Leuchttapete nehmen? Ja, das wäre sehr gut in dem. Blau, oder? Ja, in dem Türkis oder Blau. Manchmal schimmert das Türkis auch schön, aber... Nee, das ist zu krass. Das ist krass, ne? Boah. Grün. Atomreaktor, Wasser. Schön. Das ist gut, ja. Aber wenn es sich dann bewegt, dann sieht es sicher gut aus. Und wir können auch noch was dahinter pappen. Das ist gar nicht so schlecht. Hier den Genie oder so. Gedacht, hier. Das ist der Wassergeist. Ja, genau. Weil ich habe gerade überlegt, haben wir oder Fische oder sowas? Nee, oh Gott. Oder die hier, nee. Wenn ihr frech seid, kommt ihr ins Aquarium. Der Wassergeist. Ah ja. Hey, die bauen das denn echt nach, ich sag's dir. Nee, das finde ich super. Cool. Und dann stellen wir da ein paar Spielsachen rein in die Ecke. Mhm. Oh ja, das machen wir und gleich. Und dann haben wir da direkt... Das ist doch klasse. Können wir die Wolken auch noch woanders nehmen, dann haben wir die schon verbraten. Und wir haben auch noch die Schmetterlinge, die müssen natürlich auch noch irgendwo rein. Einfach mal erst alles an die Wand.
So mache ich das ja auch immer, wenn ich baue, wenn ich irgendwelche Projekte vorbereite, alles, was mir im Menü über den Weg läuft, was ich denke, könnte ich verbauen, klatsche ich erstmal irgendwo hin. Ganz, ganz guter Tipp, Tanja, wirklich und auch. Ne, sowas muss man sich rausholen. Eben. Oh, die können wir auch nehmen, dass wir da nochmal die für die Fenster oder so machen. Ach so, dass man das so als Thema, ne? Das ist cool. Ja, das ist die halt blubbern auch so. Vielleicht nochmal mit. Ja, eben. Und dann hat man da nochmal so was Besonderes. Cool. Also die Kinder und die springen. Gut, die sind jetzt halt ein bisschen tief. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Dann machen wir die Motive vielleicht höher. Geht das von dem Plan? Nee, geht nicht. Oder dann müssten die tiefer. Ach, gucken wir nachher mal. Aber das finde ich schon cool. Weil das sehen wir natürlich jetzt im Baumodus nicht, aber derjenige, der es schon kennt, die blubbern dann so schön von unten. Ja, aber wir können auch die kleineren Fenster einfach nehmen. Ach so, damit das nur dann in dem Ausschnitt. Ich nehme an, die sind genauso hoch, zumindest fast genauso hoch. Und dann drüber vielleicht noch irgendwie ein Logo oder so. Weißt du, ja, oder irgendwie, wenn wir beim Thema Grün sind, vielleicht diese Hängepflanzen, diese schlichten. Dass wir so einen Abschluss haben. Dann. Ja, wir könnten auch die dann müssen noch. Die, wollte ich gerade sagen, die müssen wir da ja jetzt nicht hin tun. Ja, die Hasis passen ja auch gut in den Wald, die Hoppelhasis. Das Einhorn sowieso. Ja, da passen alle, das Einhorn passt alle Tierchen. Immer. Das ist so cool mit den Händen. Ne? Ja. Und die können wir noch ein Stück hochschieben, weil dann können wir unten irgendwie auch noch so grün hinmachen oder irgendwas oder Steinchen oder so. Guck mal, die gehen sogar von alleine. Ach, das wusste ich gar nicht, dass das Wandobjekte. Das hatte ich auch nicht gewusst. Das sind Wandobjekte? Das ist ja lustig. Ja. Auch wir lernen immer wieder was dazu. Komisch, ne? Guck mal, die gehen da hoch und ist runter. Ist ja genial. Wie ein Gemälde. Ja, gut zu wissen. Wahnsinn. Da passt doch vielleicht genau so ein Top drunter. Ja, da kennen wir irgendwas, da finden wir bestimmt was. Also, welche wolltest du haben? Also, wo wir das jetzt so rummachen, hätte ich eine bessere Idee. Nee, geh nochmal im Menü hoch, wo du da gerade bist. Wir können die auch andersrum. Nee, guck mal, oben, also im Menü, die unten von Wellness, diese links unten, die gibt es in ganz weiß. Und dann einmal vergrößern. Ja, ich kann sagen, sehr cool. Oder zweimal, ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Ja. Weil das finde ich auch vom Style ist das so IKEA-mäßig. Die haben nämlich auch so in der Art so Gräser, die man auch wirklich bei IKEA in so Blumentöpfen kaufen kann. Also zweimal ist zu breit. Aber dann, so ist doch geht, gut. Man kann es ja auch höher setzen. Nicht ganz aus. Doch, finde ich gut. Ja, dann schweben die aber auch wieder. Ist okay, ja, oder? Ja, aber ist ja in Ordnung, wenn die auch schweben. Und da blubbert es dann dahinter und da unten. Oder wir machen einfach zwei ineinander. Das wird ja auch gehen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr. Wenn das nicht flackert, dann geht's. Ach, das flackert natürlich. Aber das andere höher. Wir können höher. Die so hochsetzen, dass es nicht flackert, ja. Den Blubber sieht man ja auch noch höher, ne? Dann sieht das ein bisschen stabiler aus hier. Ja, das ist eigentlich auch so ein altbewährter Tipp meinerseits. Also ich kann echt nur sagen, auch wenn ihr immer denkt, boah, das ist so anstrengend, da so rumzubasteln, rumzuschieben, es lohnt sich. Mhm. Also auch wenn man manchmal denkt, boah, jetzt muss man wieder da mit Baby Move Objects und rumschieben und vergrößern, aber es lohnt sich echt, wenn man das so macht. Ach, guck mal. Da machen wir was anderes nachher hin, da gucken wir noch. Dann machen wir ja ein Stück Grün einfach rein. Passen da nicht die zu den passenden Theken die Hängeschränke drunter? Sowas? So. Nee, ist irgendwie komisch. Balkon. Nee, passen da nicht die die Hängeschränke drunter? Gibt es die kurzen, kleinen Hängeschränke zu den Theken? Da. Nee. Nicht der, das ist der falsche Schrank. Welcher dann? Ich glaub, die. Ach nee, das wäre der rote, der da in rot angezeigt wird, wäre das, ne? Der hat aber dann so Griffe. Aber es wird drunter passen, ne? Ja, der hat keine Griffe. Ja, aber guck mal, die müssen ja auch die Sachen der Kinder irgendwo verstauen. Dann kann man doch da unten so indirekte Staufläche machen. Oder? Der kleine
Timmy hat seinen Looter vergessen. Da haben die dann so das Erste-Hilfe-Kit drin. Die haben wir sogar in der IKEA-Farbe. Ja. Und dann machen wir die auch so blau, blau-gelb, oder? Komm, ein bisschen bunt hier. Oder willst du die alle einfarben? Ich finde das jetzt irgendwie so cool. Das sind so aber dann würde ich das auf der anderen Seite Details. Auch umdrehen, dass das dann blau-gelb-blau ist. So viel Zeit muss sein. Ja, also die Tapeten finde ich nämlich super, die mit dem kostenlosen Update gekommen sind. Die Bergtapeten. Und auch die, die so ausgefadet sind, die so verwaschen sind. Finde ich total klasse. Hier noch so eine Säule, ne, als Abschluss. Oh, guck mal, das sieht doch total schön aus, wenn man da hinten durchguckt. Und dann, ich will zum Gym im Wasserfall, Mami. Ja. Und dann kann man hier im Wald spielen, dann kann man im See schwimmen. Genau, dass es alles so ein bisschen Thematik hat. Ja. Das sieht doch schon super aus. Ja. Yay. Dann würde ich vorne auf den Tresen wieder einen Computer stellen oder irgendwie, ja, was so nach Anmeldung aussieht. Ich weiß nicht, also einen Computer haben die da, glaube ich, nicht, aber die haben immer irgendwie, was haben die da immer? Weil die lesen ja irgendwie immer dann so diese, Tablet. Ja, so die Nümmerchen quasi, die den Eltern geben. Also wo die alles auch aufschreiben von den Kindern. Die Uhr, bitte kommen Sie, holen Sie Ihr Kind ab. Ja, das ist immer das Schönste, die Durchsagen im IKEA. Wenn über die Lautsprecher dann schon so, also man hört den Anfang der Durchsage und bevor überhaupt was der Name des Kindes ausrufe, das Schreien des Kindes im Hintergrund. Ja! Ja, der Tom Hendrik möchte gerne abgeholt werden. Das will nicht andersrum. Oh nein, aber andersrum geht doch auch. Dann ist die Theke ja auch richtig rum. Machen wir die ja, dann können wir auch machen. Hin, ich überlege die ganze Zeit, ob das besser aussehen würde, wenn wir. Wie sieht denn die halbe Theke von den Blauen aus? Ah, das. Ja, das wäre dieses. Gerade hier noch am Gucken, wirklich das weiße Fenster. Ja, das ist wieder das sogenannte EA-Weiß. Die Halbtheken, wie sehen die denn davon aus? Sind das diese Ecken oder? Das sind die runden oder die da? Ach so. Nee, weil ich sonst erst. Aber die sind auch so breit dann. Weil ich hatte erst gedacht, sonst machen wir. Da jetzt nur anderthalb. Wir können auch die normalen nehmen. Nee, weil ich gedacht habe, wir machen nur anderthalb Theken dahin und dann auf der rechten Seite noch eine halbe. Weißt du, dass das nicht so. Ja, gut, das ist halt, ja. Oder wir machen es wirklich so, dass wir nur so zwei hinmachen. Dann haben wir sowieso einen Durchgang. Ja, aber dann ist es so weg von diesem. Also dann ist es zu offen, glaube ich. Weil die wollen ja wirklich, dass die Kinder nicht da so vor. Oh. Was ist jetzt? Also ich würde das schon ein bisschen geschlossener machen, weil die Kinder sollen ja nicht da rein und raus rennen, das ist so ein bisschen geschlossen, damit die Kids nicht halt stiften gehen können, ne? Gerade so die Kleineren, dass sie da so rauskrabbeln. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Wie könntest du das ein bisschen da reindrücken? Ja. Ah, das ist jetzt eine andere Theke, ne? Ja, die ist die falsche Farbe. Ach so, aber das ist das, Ja, ja, aber da ist noch die Bartheke, ne? Mhm. Das hier ist noch die Bartheke. Ach so, deswegen. Das ist die falsche Bartheke. Ja, hier. Und erinnere mich bitte an den Stiftehalter, den wollte ich unbedingt noch haben. Den Stiftehalter? In den kleinen, ja, den man. So ein Stift. Ach so. Genau, ach mit so, den Kinderzeugs. Ja, ja. Und das geht ja nicht drauf, das Scheißding. Ach stimmt, weil das keine Theke ist. Oh. Ja, dann lass die Theke und wir nehmen vielleicht. Ja, trotzdem, ja, oder? Genau, dann machen wir das so. Das gefällt. Ja, das sieht doch gut aus. Und die können wir auch ein bisschen reindrücken da. Es wird. Das ist wie so ein Türchen, das. Ja, aber das so ist. Machst du die Schublade auf und dann ist es zu. Ja, es ist eigentlich auch so, dass sie da eigentlich so ein Tor haben, ne, wie so ein Zaun. Weil eigentlich habe ich auch schon überlegt, ob wir da einen Zaun, also ne, dank Move Objects brauchen wir noch nicht mal einen Zaun zu platzieren, ein kleines Tor reinsetzen.
Weil es ist wirklich so, dass die da immer ein Türchen haben. Oder eine, generell eine Tür, wo ein Eingang ist, weil es soll ja wirklich ein sicheres Umfeld für die Kids sein zum Spielen. Ja, ja, klar, da kann keins mal rausspringen. So keins kann mehr flüchten. Also wir machen da jetzt, egal welcher Zaun. Ah, das ist genau da ja, nee, deswegen habe ich ja gesagt, ohne Zaun, da müsste man die, das Türchen frei platzieren können. Ja. Mhm. Welche haben wir denn da an Türen? Irgendwas. Ja, das wäre ganz cool, wenn das jetzt noch irgendwie mit der Farbe... Ja, aber das passt genau dazwischen. Ja, 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 da müssen dunkle Steine, aber ich glaube... Da war was. Ja, ah, perfekt. Sogar mit cool. Holz. Sollen wir das hinten mittig, oder mittig? Oder mittig würde ich es, glaube ich, machen. Ja. Cool, genau. Super. Ui, voll die Mega-Konstruktion hier. Bastelabteilung. Super, das ist richtig cool geworden. Sehr jetzt kriegst schön. Du noch deinen Stiftehalter. Ja, das ist doch so, guck mal, das ist wie so... Oh, ich musste auch total schmunzeln. Vielen ist auch in der letzten Folge, wo wir die Bettenabteilung gemacht haben, aufgefallen, dass du total dein Lieblings-IKEA-Tablett vernachlässigt hast. Weil viele gesagt haben, ah, oh, das hättest du doch auf die Betten legen können, bei IKEA haben die ja, auch immer Deko gelesen. Draufgelöscht. Ja, so nett haben die es nicht gesagt, du musst im Durchfall Tablett vergessen, wie kannst du ja, nur okay, hier. Ja, okay, aber... Das da meinst genau. Du, ne? Spaß. So, wo ist mein Stiftehalter? Kinderkotze hier noch. Zahnbürsten hier. Wo ist das ganz Ding? Oben, keine ganz Ahnung. Ganz oben, ganz am Anfang, oder? Nö. Hä? Nein. Ja, wo ist es denn? Und ist das bei verschiedenen? Nee, das ist bei Tischdeko. Das ist ja auch hier das Vorschaubildchen. Ja, das muss da sein. Wo ist es denn hier? Wo ist es? Da links. Mhm. Da. Mhm. Ja, sogar mit dem Kinderbleistift. Ja, dann machen wir es so und dann können die sich da anmelden genau. Und dann können die da rein. Ne? Super. Ja. Schön. Super, super. Das gefällt mir schon richtig gut. Sie so. So, ja. Genau. Wir könnten überlegen, ja, ob wir noch so einen Rahmen. Nicht, einen Rahmen ne? Oben, also über den Eingang machen, ne? Mit dem, ja, wo ich den Namen nie weiß, wusste ich letztens im Stream auch nicht. Den Bogen. Mit bei den Säulen im Baumodus, diese Bögendinger. Spanntrillen. Ja. Ach, die gehen jetzt. Ach so, okay, nee, lassen wir. Das geht jetzt wieder nicht. Dann hättest du muss einen Zaun ziehen und bla. Nein. Es lohnt sich, Leute. Es lohnt sich, der Aufwand. Da muss man Move-Up-Dex eingehen. So, wir machen jetzt hier mal die Tablets hier. Die Tablette. Ah, genau, hier oben drauf so. Ach, die Tablets willst du da jetzt hinlegen? Ja, oder also nicht? Die meinten, meinst du die richtigen? Die meinten wirklich die Deko-Tablets, also die zum Servieren. Ich dachte jetzt wirklich, die. Nee. Das war vorhin ein Witz. Die meinten die... Liegen die nicht auf den nee, Betten? Nee, da liegen... Ich dachte, für die Kinder von heute hier. Die. Nee, also die... Das Bett will ich, die hat ein iPad auf dem Bett. Die legen da schon mal so Dekoartikel hin, die dann passen. Okay, sehr gut. Die frühstücken alle hier noch im Bett, okay. Genau, fürs Frühstück. Guck mal, das passt doch sogar. Ja, gleich noch ein Olivenglas drauf, oder? Nein, ich möchte jetzt, dass du bitte das Debug-Menü öffnest, da eine Kaffeetasse, einen Löffel und... Guten Morgen, heute schon eine Olive probiert. 100 Jahre später. Bibi.showhiddenobjects ist der Cheat zum Freischalten von verborgenen Objekten und da findet man dann irgendwo, wenn man ganz lang sucht und nett zu Tanja ist, eine Kaffeetasse. Nein, das war doch nur ein Scherz, du musst eingehen. Das jetzt nicht raussuchen. Doch, das machen wir, das ist dann witzig. Das war doch nur ein Scherz. Die Tassen sind ja auch irgendwo. Ja. Da, guck mal, da. Kaffee. Da können wir direkt ein paar Nuckelflaschen raus, die habe ich gerade gesehen, die können wir jetzt unten aber hier. Ins Spielparadies stellen. Wo? Ganz oben waren die gerade. Ah, da ist sogar eine stehen. Okay. Hier irgendwo. Aber den Hochstühlen. Ja, die, wo haben wir? Aber die fangen, glaube ich, an zu stinken, oder? Weiß ich nicht. Ja, die sind zu hoch hier. Schade. Schweben. Ja. Können wir eins auf den Stuhl stellen hier? Das sieht man dann nicht mehr, dass die schweben. Nee. Ne? So. Meins. Okay.
Oh ja, genau, wir machen auch hier so Maßbänder. Das habe ich auch mal gelesen. Ja, weil eigentlich sind immer so, gibt es so lange Papiermaßbänder immer, die so da hängen. Papierdinger, die billigen, ja, ne? Weil die Leute, die sonst klauen. Die hängen halt, nee, das ist halt, die hängen dann auch immer an den Infodingern so direkt. Können wir eigentlich dann... Ja, die haben die da liegen lassen, weil ich es nicht mehr gebrauchen kann. Am Infobereich können wir die unten vielleicht noch auf unseren Tisch stellen. Da, genau. Mhm. Die Maßbänder. Sind es überhaupt Maßbänder? Ja, ich glaube schon. Ich habe erst gedacht, das sind Tesafilmrollen, aber das sind Maßbänder. Mhm, aber hier liegt auch eine. Guck mal, in diesem Set-Dings da. Das ist ganz witzig, die wurden da übernommen. Also alles hier offiziell hier Sims hier. Maxis Match. Genau. Maxis Match. Perfekt. Sind genügend da zum Mitnehmen. Guck mal, da hast du die Tapete vergessen. Sehe ich gerade. Wo? An den Halbwänden in der Info-Point-Anlage auf der anderen Seite. Da. Geht da mal gar nicht. Skandal! Da. So. Sehr schön machst du das. Oh, den Stuhl. Ach, hat's jetzt. Den Stuhl nehmen wir uns auch gleich nach für die Mitarbeiterin. Genau. Ein bisschen zur seitlich. Ja. Schön Holzstuhl. Gibt es den auch in Dunkel? Ja, klar. Guck mal, wie schön Holz bei mir. Ja, perfekt. Welchen nehmen wir denn jetzt? Den Ben, ja. Mhm. Ja, da hat die noch ihr Zeugs, ne? Weil die wurde gefeuert, weil die Kind. Okay. Ah, ich glaube, die. Upsala. Die Dings gibt es hier auch noch in. Ach so, die Dings. Die gibt es ja auch noch in dieser Holzfarbe. Guck mal an. Yes. Es wird. So, da machen wir jetzt so eine Art Garderobe, oder? Genau, aber das ist, glaube ich, auch, ist das eigentlich nur Deko oder ist es auch so diese Spielbox, die die Kinder benutzen können? Das ist die Spielbox, weil die war auch in dem Kinderding, habe ich die raus. Klasse. Ja, also da können wir auf jeden Fall sowas machen, weil die sieht, passt nämlich perfekt, ne? So billiges Holz. So Ikea-mäßig halt, ne? So dünnes. Ja, da würde ich jetzt vielleicht eine grüne nehmen. Oder wegen dem Waldthema. So eine grüne oder so eine? Ich überlege die ganze Zeit, ob wir nicht da deinen einen Ikea-gelben Seitenschrank da unten auch noch in blau machen sollen. Den? Nein, ob man den umfärben soll, der schon da ist. Dann mache ich den gelb. Das habe ich davon. Ja, weißt du, ich finde es so, ja, guck mal, das ist so... Das ist so dann, meinst du, ne? Nicht so Kinderparadies-mäßig. Ja, lassen wir es bunt. Hören wir uns mal an, was die anderen sagen. Ja, die sagen dann alle, macht blau. Ich hätte dann die Wand dann gelb gemacht dafür oder so, wenn wir das dann so... Ach so, ja, nee, ich glaube, das würde ich irgendwie so im Thema lassen. Also das mit dem Spiel. Ja, das ist so Sonne dann. Da können wir vielleicht die Wölkchen hin. So Wolken, ja. Sehr schön, wir denken wieder gleich. Okay, aber ich würde sagen, für heute haben wir es, oder? Wir haben es. Ja, der erste Teil des Smallland steht schon. Wow. Wo machen wir jetzt am besten ein Bild hier, dass das schön aussieht für das Vorschaubild? Skaugum mit dir ist in Smallland. Ja. Yay. Ja, vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht es dann weiter mit dem Smallland. Und wir haben auch Smallland. Und wir haben auch. Smaller. Wir haben auch noch die Toiletten hier übrig. Die müssen wir noch machen. Da gibt es auch eine Wickelabteilung. Habt ihr euch gewünscht? Gibt es auch, haben wir gelesen. Und hier haben wir noch so kleine Ausstellungsflächen. Wenn ihr da noch Ideen habt, immer her damit. Da machen wir aber sonst irgendwas Cooles auch noch. Hier oben auch dann noch so eine kleine. Und dann haben wir es, ne? Die Räume hier überall, die habt ihr eingerichtet. Gibt es hier auch ein Showcase-Video. Könnt ihr auch immer noch mitmachen, nach wie vor. Um euch dann euren eigenen individuellen Ikea zusammenzustellen, weil die Räume haben alle die gleiche Größe und ganz viele Leute aus der Community, über 1000, haben da schon mitgemacht und haben hier Räume eingerichtet, die ihr hier platzieren könnt, um euch dann euren eigenen Ikea zusammen zu basteln hier. Ja, die gibt es überall, in jedem Stockwerk. Ganz viel Spaß dann, den Ikea gibt es dann natürlich erst, wenn er fertig ist, in der Dismützige-Galerie als Download. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung und ja, und wir hören uns dann in der nächsten Folge zum Ikea, ne? Genau. Oder jetzt natürlich einem anderen Video eurer Wahl. Guckt auch mal bei Tanja vorbei im Channel. Die Links zu Tanja findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ja, dann haben wir es. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.